Na, ihr geilen Menschen da draußen. Gehen wir links, gehen wir rechts. Ich glaube, wir gehen erstmal links. So, das war die Entscheidung, die ich treffen musste. Jetzt in der 20-sekündigen Aufnahmepause. Wir sind gerade dabei, auf der Suche zum Kern zu gelangen. Das scheint mir ein sehr richtiger Weg zu sein. Vielleicht will ich dann erstmal den anderen Weg entlang. Ich glaube, dann will ich erstmal den anderen Weg entlang. Aber mich zieht es hier gerade irgendwie hin. Vielleicht sterbe ich ja nochmal und dann muss ich da lang. Notfalls haben wir da ja auch den Waypoint. So, dass ich da einfach wieder hinporten kann, wenn ich mal in die Stadt gehe. Was ist denn das? Ein quadratisches Loch, aus dem Licht kommt. Okay. Eine Bodenlampe. Fast echte, ehrliche Bäume. Nur, dass die halt schon sehr weiß sind. Vielleicht haben sie die ja angemalt. Vielleicht ist es ja so in der Kultur, würde ich gerne sagen. Aber es kann gar keine Kultur sein, weil die sind ja alle eigentlich... Na, wobei doch, es gibt ja eine Kultur, die haben halt nur keinen eigenen Willen. Das heißt ja nicht, dass sie keine Kultur haben. Okay, da ist die letzte Essenz. Die sieht sehr verschlossen aus, ehrlich gesagt, an diesen Teleporter. Halt! Zum Apokrypha-Nexus. Ach, das klingt aber wunderbar. Einer! Das ist der letzte. Danach wird wahrscheinlich die Welt auseinander baröckeln. Vielleicht, möglicherweise, Fragezeichen. Mal gucken. Okay, ist noch ein Nexus. Okay, let's go. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Warum sieht das hier so aus, wie es aussieht? Da hinten ist das Labyrinth. Ich hab's gewusst. Ich wusste es doch. Bin doch nicht blöd. So, mein Großer, was kannst du? Ether, der Apokryphenwächter. Ja, das sieht mir aber... Oh mein Gott, der Damage! Der kommt mir aber vertraut vor. Den hat man doch schon mal. Ich hab mein Inventar falsch sortiert. So, jetzt. Der hat irgendwie merkwürdiges Moveset. Merkwürdig schnell mit seinem riesigen Ding. Ah, dammit. Mein Schild ist gebrochen. Ich bin gestunt. Okay, ich lebe aber. Woo! Was? Okay, ich darf nur echt einmal schlagen. Sonst wird das nichts mehr. So, klonk. Weg. Wieder hin. Ah. Oh mein Gott! Weg, weg. So, letzter Heal. Okay, das ist kein Problem. Oh, doch, das spawnt auf mir. Oh, ist der schnell. Wieso ist der so schnell? Der hat einen riesigen Hammer! Klonk, weg. Weg. Klonk, klonk, weg. Mist. Nein! Nein! Okay, no hit run. No hit run. Easy. Easy. The Unreal Engine 4 shattered. TOTFK game has crashed and will... Punkt, Punkt, Punkt. Fatal error. Der hat mich so dolle geschlagen, dass er das Spiel gecrashed hat. Hier gleich nochmal, ne? Technisch gesehen habe ich ja nicht verloren, ich habe ja nicht gesehen, dass ich gestorben bin. Ne? Dementsprechend habe ich ja noch keine Tode gegen den. Das heißt, ich first try den jetzt. Oh Jesus, ich first try hier gar nichts. Oh! Ich first try hier gar nichts. Wieso ist der so strong? Was ist denn mit dem? Ich hab die Äonen verloren. Banana. Fühlst du dich erfrischt? Nein, ich fühle mich zermatscht. Oh, Jesus, mein Schädel. Es fühlt sich an, als hätte ich einen zweihändigen Streithammer auf dem Kopf bekommen. Ja, genau, das ist passiert. Ah, oh, scheiße, here we go again. Komm ran, Alter. Bam. Und dodge, und dodge, und dodge, und dodge, und Schlag, und Schlag. Und Stamina. Frechheit. Lag ich jetzt halt. Gut, gut, gut. Hat ein bisschen kassiert. Jetzt kommt er wieder. Dodge und Dodge. Und schlagen, schlagen. Hep, 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 hep. Ah. Backstep. Bam. 600 Damage. Jetzt kann ich nochmal.
Was wert? Das war's wert. Absolut wert. 100% worth it. Nochmal schlagen. Nochmal schlagen, weil er jetzt sidesteppt. Oh mein Gott! Krasser Damage, gut. Ich kann auch krassen Damage machen. Vielleicht nicht so prozentual gesehen wie er, aber... Oh mein Gott. Der Step. Also dieser Stich. Oh meine Fresse. Der Stich, den er mit dem Hammer macht, der hat eine ganz merkwürdige Hitbox. Ah. Schlag den! Hat mich verfehlt. Ja. Oh mein Gott. Dodge doch. Oh, das ist so ätzend. Du hast zwar keine Animation beim Heilen, aber du kannst dich trotzdem nicht währenddessen... Ah, du kannst währenddessen trotzdem nicht dodgen. Und das verwirrt mich immer so sehr, weil ich ja keine Animation habe und dann spamme ich die Taste. Ich spamme die Taste. Au, mein Finger. Aber es passiert nichts. Und das tiltet mich dann. Und dann weiß ich nicht, was ich machen muss und dann kriege ich nochmal auf die Schnauze und dann passiert das halt ganz oft. Naja. Okay, ich muss mich nur konzentrieren, dann habe ich den. Oh mein Gott, ich hasse diesen Move. Der ist so weird. Oh mein Gott, wenn man da reinläuft, kriegt man auch Schaden. Das wusste ich nicht. Nein, ich bin tot! Ich bin tot! Okay, ich lebe. Noch. Aber ich habe nichts mehr zum Heilen. Und meine Items werde ich bestimmt nicht dafür verschwenden. Das ist ja nicht schwer. Ich bin einfach nur... bad. Ich bin einfach nur bad. Straight up. Okay, dieses Mal habe ich ein sehr gutes Gefühl. Dieses Mal habe ich ein sehr gutes Gefühl. Zack, zack. Und teleportiert sich. Dann kann ich blasten. Oh! Wusstet ihr, dass der Wellen schießen kann? Ich wusste es nicht. Woo! Schlagen. Dodgen. Damn it, zu früh gedodged. Nein! Oh, der Greed! Ah, oh, ich war greedy. Ich habe zweimal geschlagen statt einmal. Ah! Oh. Nein, nein, nein! Lass mich in Ruhe, Alter! Lass mich in Ruhe! Ich will doch nur Schaden an dem machen. Warum bist du denn so? Warum ist der denn jetzt so? Was habe ich dem denn getan? Nur weil ich den ermorden will, um an seinen Kristall zu kommen? Das stört die Bosse in Zelda auch nicht. Hier, komm, verreck an dem... An dem Scheiß, wollte ich sagen. Oh no. Achso. Laufen, laufen, laufen. Letzter Bash. Jetzt Damage, Damage, Damage dreifach. Und... Oh mein Gott, der Damage von der Explosion. Okay. Focus. Und... Ah, ich wollte ihn backstabben. Warum ging das nicht? Nein. Stop. Stop. God damn it, stop. Lass mich doch zufrieden! Ist doch mal gut jetzt! Du Otze, komm her, ey! Ich baller dich! Also, mit komm her meine ich, bleib mal gut ein paar Meter von mir weg, ne? Hm. Nein, jetzt nicht meine Rotation ändern. Nichts mehr zum Heilen. Woo! Da nochmal schlagen. So, Abstand gewinnen. Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ja, er ist tot! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Wächter erschlagen. Oh, da kommt wieder die Warnung. Kennen wir schon. Hatten wir schon. Dreimal. Jetzt ein viertes Mal. Das könnte... Ach nee, das ist einfach insgesamt alles jetzt, ne? Das kennen wir schon. So, jetzt das Neue. Falls Administratoren Wiederherstellung unmöglich ist, ich hätte jetzt einfach alles vorlesen können, ne? Fehlende korrupte Wiederherstellungsdaten, befehlswidrige Reihung, müssen alle Systemrechte auf die Astür mit HTD rängen, nach dem LE-Klassifizierungssystem übertragen werden. Jedes selektierte Bewusstsein wird zu Demiurgen, Netzwerkentitäten transformiert und einer administrativen, protektiven, wartenden Einheit der Simulation zugeteilt. Anwendung von Schwertern, Artefakten, Kardinalschlüsseln durch die DMU-Jugend ist als Teil des Codes P0 autorisiert. Warnung, jeglicher externe oder interne Eingriff während der Ausführung des Protokolls könnte den gewünschten Effekt verhindern, abbrechen oder verändern, modifizieren. Die Konsequenzen einer partiellen oder anarchischen Protokollausführung sind unbekannt und können signifikante katastrophale Abweichungen vom Simulationsmodell zur Folge haben, den Wiederherstellungsprozess korruptieren und die strukturelle Integrität des Netzwerks gefährden. Das ist ja dann wahrscheinlich genau so passiert. Weil sonst wird es da nicht stehen. So schließe ich da jetzt einfach mal drauf. So, wir haben den letzten... Dingens.
Kristall und das letzte Schwert. Sieht schön aus. Würde ich nehmen. Durgas Claymore. Trotz ihrer unsäglichen Zerstörungskraft sind die Kardinalschwerter anstatt von Waffen eher Schlüssel. Ach so, stimmt, ja, das ist true. Ich habe mein Controller schon wieder ausgemacht irgendwie. Dieses Kabel ist so am Wackeln, das ist so ein Krampf. So, fortsetzen, dankeschön. Und hier liegt ein Segment des Schmelzofens, aber der ist schon maximal. Herausziehen, ja klar. Kann nichts schief gehen bei, ne? Risky Gamble heißt das Achievement, das wir gerade bekommen haben. Ist das immer passiert? Ich glaube schon, ne? Da kann nichts schief gelaufen sein. Oh. Tal, 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 Tal! Weißt du was? Ich werde dich diesmal machen lassen, da du ohnehin nicht auf mich hörst. Wenn du lieber stur bist, dann soll es so sein. Ich habe Besseres zu tun und ein langes Leben vor mir. Oder auch nicht. Aber was auch immer. Mach dir das mit dir alleine aus. Es war schön mit dir. Lol, unser Kumpel. Oh ja. Okay, der ist noch da. Aber der will uns... Der mag auf jeden Fall nicht, was wir hier tun. Ich weiß zwar nicht, was wir hier tun, aber ihm gefällt es nicht. Da ich ihm nicht so weit traue, wie ich ihn werfen kann, was wahrscheinlich ziemlich weit ist, ehrlich gesagt, weil er so klein ist. Trotzdem, ich traue ihm einfach nicht. Ich glaube kein Wort von dem, was er sagt. Und ich meine, man soll ja vom Aussehen nicht auf das schließen, wie eine Person ist. Aber ich meine, guckt ihn euch an! Er ist nackt und ein Skelett und hat einen Mondkopf. Also einen perfekten Mondkopf. Und er hat einen Chelsea-Grin. Wie soll ich denn einem Nackten vertrauen? Das geht doch nicht. Ist das hell hier? Okay, das war Ziel erreicht. Jetzt können wir theoretisch zu der Tür. Rein theoretisch allerdings erstmal nur. Denn wir haben ja noch hier ein bisschen was zu tun. Und wir müssen auch nochmal in die Dingens gehen. Zu dem Text. Zu den vier Texten von den Kristallen. Die habe ich ja euch gesagt, dass ich die nochmal vorlese. Das machen wir dann auf jeden Fall auch noch. Vielleicht könnt ihr dann ein bisschen schlauer draus werden. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen nochmal. Ist ja jetzt noch ein paar Tage her, dass wir so weit waren, wie wir jetzt sind. Ich gehe jetzt mal noch da lang. Weil ich hatte ja gesagt, wir müssen da auch noch lang. Und deswegen gehen wir da auch noch lang. Keine Ahnung, ob mir das irgendwas bringt, ob da irgendwas Gutes ist. Aber zumindest mal gucken, schadet nichts. Wahrscheinlich werden wir auf einen NPC treffen, der uns jetzt wahrscheinlich die Wahrheit über die Kristalle sagt. Und dann werde ich mir denken, warum habe ich das gemacht? Und ja, habe ich ein schlechtes Gewissen für die nächsten zwei Wochen wieder. Halt so, wie es immer ist. Oh oh. Ich hatte keine Stamina mehr, ich konnte nicht ausweichen. So, raffinierter Hadronit. Da oben stehen zwei Dudes mit Bummen. Also auch alles so wie immer. Einfach schön immer drauf. Jawohl. So, komm her, junger Mann. Bleib stehen. Na gut, bring ich halt erst deine Truppen um. Plunk. Nice, nice, nice. Komm her, komm her. Jetzt bleiben Sie stehen. Stolzes Lebensfragment. Gut. Kann ich gebrauchen. Ist jetzt nicht unglaublich nützlich, aber ist auf jeden Fall noch eins der nützlicheren Items. Nicht so wie diese Essenzen, die ich vielleicht einfach mal benutzen sollte. Hier kann ich irgendwas aufmachen. Ach, da ist eine Barrikade. 5 Schlüssel braucht man da? Haben wir ja die Folge noch was zu tun. Oder 5 Schalter, besser gesagt. Nicht 5 Schlüssel. Heieiei, ich dachte, jetzt gehst du mal hier kurz lang, bist schnell fertig, geht dann schon. Aber nope. Drüben ist noch ein Monolith, Speicherstein, wie auch immer. Mal dran lecken. Limbusquelle reaktiviert. Bibididi. Ah, das ist noch ein Item. Shane, da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal rüber zu gehen. Aber wo ist denn
Ah, hier ist noch ein Schalter. Klebt natürlich wieder alles. Das ist unpraktisch. Wo soll ich denn hier 5 Schalter finden? Okay. Gut. Anders gefragt, wo soll ich denn jetzt noch die anderen 3 Schalter finden? Da drüben kommen wir her. Das könnte ein Weg sein. Scheint aber nicht. Komm ich da jetzt wieder hoch? Jo. Muss ich denn dann da vielleicht irgendwie hochgehen? Die Rampe hochgehen? Da oben lang? Da rein vielleicht? Ach, guck mal, da rein. Ah, ich kann da tatsächlich einfach hoch. Ach so. Ich dachte, das wäre zu steil. Na gut, dann ist es was anderes. Dass der überhaupt Halt hat mit seinen stummelspitzen Füßen da. Müsste eigentlich hier die ganze Zeit rumglitschen. Perfekte Abwehranlage gegen Humanoide, die solche Beine haben. Ich weiß nicht, warum der so spitze Beine hat. Ich schätze mal, der Grafiker konnte wahrscheinlich keine Füße designen. Meine Hände und Füße sind auch extrem schwer. Aber die Hände sind ja gut. Die Hände sind wunderbar. Ich komme da nicht hoch. Okay. Dann müssen wir halt erstmal da lang gucken. Nicht, dass hier noch ein Schalter versteckt ist. Nein. Warte mal. Ich sehe was ihr nicht seht. Ist natürlich wieder nicht der Weg, den ich gehen soll. Jetzt kann ich natürlich eventuell sterben. Aber Jaguar hat es mal wieder geschafft. Irgendeinen Weg hochzugehen, der nicht hochgehen soll. Hier ist noch ein Schalter. Blub. Fehlen noch 2. Sehe jetzt von hier gerade spontan keinen. Den da unten haben wir schon. Oder? Ja, das ist der, den wir schon haben. Oh. Was haben wir denn hier? Hallöchen. Alles geht zu schnell. Wir entwickeln uns vorwärts, als würde uns die Gravitation geradewegs verschlingen. So als ob wir das Universum begreifen müssten, bevor es zu spät wäre. Und doch haben wir all unsere Schlachten geschlagen, all unsere Feinde besiegt. Die, die von anderswo kamen, werden nie mehr wiederkommen. Der verrückte Priester und seine Titanen werden nie mehr wiederkommen. Die Quashan und die Herde werden nie mehr wiederkommen. Das ist gewiss. Das sind die Kriege, von denen wir schon gelesen haben. Die industrielle Rasse ist ohne Sinn. Die unersättliche wissenschaftliche Neugier der 5 verschlingt uns bei lebendigem Bleibe. Skyle, Schülerin des Medarchen Valnir. Eintrag 1236. Noch eine weitere Schülerin des Valnir. Ach, und jetzt sind wir hier oben. Ah. Hier sind noch ein paar Items, die wir mitnehmen können und werden. Damit ich noch mehr Stuff dabei habe, den ich nicht benutze. Oh Gott. Hier rüber, nicht runterfallen. Wenn ich runterfalle, muss ich wieder hochkraxeln. Das möchte ich nicht. Hadronitis. Gib mir doch mal was. Ich freue mich mittlerweile tatsächlich mehr über die ganzen extra Heil-Items, die wir finden, als über das Hadronit. Das ist mal eine große Axt. Die kommt mir aber verdächtig bekannt vor. Hat er die nicht irgendwer schon mal benutzt? Ach, guck mal, stimmt, die habe ich vergessen. Die gibt's ja auch noch. Das sind ja auch noch Gegnertypen, die existieren. Ah, das ist ein Schalter. Siegel der Sterne. So. Reaktivieren, jawohl. Sehr schön. Und dann haben wir hier noch mehr Wissen. Seine Alabasterhaut reflektierte das holographische Licht. Noch immer konnte ich die Melodien der Musiker in der Ferne der Agora hören. Nur noch halb bei Bewusstsein, berauscht von der beeindruckenden Gestalt des Helden vor mir. Die kraftvollen Hände des Mediarchen hielten mich an der Hüfte und drückten mich gegen das Metall. Seine Finger glitten durch mein Haar, als ich seinen Hals mit der gleichen Kriegslust packte, die ich mir in seinen eigenen Trainingscamps angelernt hatte. Unsere atemlosen Tänze und unser unersättliches Ringen um die Oberhand machten aus Tagen Nächte, in denen wir ineinander verschmolzen, bis unsere erschöpften Körper zur Unterbrechung gezwungen waren und dann eine gefühlte Wiedergeburt eintrat.
Sile, Schülerin des Medarchen Valnir. Oh, das war richtig hot. Richtig hot. Und ich bin froh, das gelesen zu haben. Jetzt weiß ich viel mehr über die Welt. Oh, die sind auch einfach... Also tatsächlich wissen wir jetzt, dass die horny aufeinander sein können. Ist schon Worldbuilding irgendwo. Aber geholfen? Eher so wenig, ne? Außer, dass der Autor des gesamten Games scheinbar ein bisschen horny war. Okay, da oben ist eine Statue, die wir uns vielleicht mal angucken sollten. Die trägt nämlich die gleiche Axt, die da im Boden steckt. Hi! Ich hab das Gefühl, du willst mir was sagen. Bist du... Bhakti? Mein Freund, kannst du dich an unser Gespräch erinnern? Ich erinnere mich jetzt. Oh je, ich bin so aus dem Häuschen, dass ich alle meine Manieren vergessen habe. Wie geht es dir? Daumen hoch, ja. Apropos Daumen nach oben. Wenn euch das Video gefällt, dann macht einen Daumen nach oben. Ey. Oh, das freut mich. Du musst wissen, dass dein Fortschritt wirklich unglaublich ist. Manchmal wünschte ich, ich könnte mit dir kämpfen und dir folgen. Aber ich wäre wohl fehl am Platz und wahrscheinlich würde mir langweilig werden. Nun, lass mich weitererzählen. Die Apokryphen. Das war der Name, den Yantra und seine Gefährten für sich auserkoren hatten. Ah, okay. Und Keter? Ketermin haben wir gerade besiegt. Und haben die Essenz geholt. Er hatte die Größten an seiner Seite. Noth, die Leere. Quinn Dolos, den Illusionär. Den Medarchen Valnir. Und sogar den mysteriösen Geodät. Ihnen wurde so großer Respekt zuteil, dass die Neuigkeiten über ihre Uneinigkeit ein großer Schock waren. Waren sie verrückt geworden? Wie könnten diese großen Persönlichkeiten, von denen manche wirklich eng mit Hypnos und den Fünf zusammengearbeitet hatten, einen Grund zur Rebellion haben? Also ist Hypnos der König oder was? Tale of the Forgotten King und so. Und die Fünf, die arbeiten ja für den König. Oder nicht? Besonders da es eine Zeit des Friedens gewesen war. Diese Frage habe ich mir immer und immer wieder gestellt. Ich erinnere mich nun an die schlaflosen Nächte, die Qual, die ich empfand, als ich darüber nachgedacht habe, meine Herrin zu hintergehen. Auch ein möglicher Waffenkonflikt bereitete mir große Sorgen. Und doch, manche ihrer Worte hörten sich einfach richtig an. Es war wahr. Wir wurden dazu gedrängt, zu forschen und mit kampforientierten Mutationen an uns selbst zu experimentieren. Yikes. Raumschiffe zu bauen, die auch zur Zerstörung gedacht waren, und all das während einer Zeit des absoluten und ungestörten Friedens. Ich trat bei, weil ich antworten wollte. Der Genesist Ras Samra, den wir ja besiegt haben, der Demiurg ist, verhalf Yantra dazu. Ich hab so viele crazy Namen, ich stolper da jedes Mal drüber. Verhalf Yantra dazu, die wahren Hintergründe unseres Herrn und seiner furchtbaren Verschwörung zu entlarven. Er fand heraus, dass. Bhakti! Seine Beschuldigungen konnten niemals bewiesen werden, das weißt du so gut wie ich. Letztendlich dürstete es ihn nur nach Blut und Macht. Wir haben so viel verloren, indem wir ihm gefolgt sind. Du hast recht. Ich kann mich nicht erinnern, ob wir je einen Beweis erhalten haben, aber es schien so sicher zu sein. Guck mal, ich habe hier das Memorium von Ras Samra. Oh, ich... Ja, da erstaunst mich, mein Freund. Das ist genau, was er herausgefunden hatte. Pass gut darauf auf. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr Beweise für den großen Plan der Fünf oder darüber, was wirklich mit der ersten Generation geschehen ist, herausfinden können, aber ich werde mein Bestes dafür geben. Sei vorsichtig, mein Freund. Und sei auch vorsichtig mit denen, von denen du denkst, sie stünden auf deiner Seite. Frau Jag oder was? Weil ich glaube, es ist der, auf meiner Seite ist. Das denkt vielleicht mein Charakter, aber ich bestimmt nicht, ey. Ist das dann Yantra da oben? Mit der riesigen Axt, das kann natürlich sein. Okay, hier ist ein Teleporter, den man nicht aktivieren kann. Also ich muss den von irgendwo anders aus erstmal zuerst aktivieren. Aber wo? Wahrscheinlich da, wo der letzte Schalter ist. Oder macht das Sinn? Weiß ich nicht. Da komme ich auf jeden Fall runter. Aber das bringt mir nichts, weil dann bin ich nur bei der Tür. Das heißt, ich habe vom Pathing her scheinbar einen übersehen, weil sonst könnte ich jetzt einfach runter zur Tür springen. Vielleicht müssen wir erstmal hier rüber. Den hatten wir schon. Da unten sind Gegner. Kann man hier rein?
Ja. Da ist ein Item. Ja. Und hier ist der Schalter. Meine Güte. Wir haben es geschafft. Ist ja unglaublich. Wir haben es geschafft, die Tür zu öffnen. Ein großer Erfolg für den kleinen Mann. Und ein noch viel größerer Erfolg für Jergo, der jetzt hier einen Cut macht, weil er ein Cliffhanger-Arsch ist. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.